Das habe ich auch schon gesagt. Wasser ist das sensibelste Wesen auf unserem Planeten. Das weiß auch schon jeder. Aber was heißt das für mich, wenn ich denn selber Wasser bin? Was heißt das für mich? Lassen Sie bitte nie Ihr Gefühl weg bei solchen Sachen. Versuchen Sie das bitte nie intellektuell irgendwie in eine Schublade reinzutun. Spüren Sie rein, wenn Sie etwas tun, wenn Sie etwas sagen. Weil es wirkt. Alle unnatürlichen Techniken haben eine massive Wirkung auf das Wasser. Sie wirken immer. Frage, ist das vorteilhaft für ein organisches System, Mensch, Tier und Pflanze? Organische Systeme oder technische Verwertungsanstalt? Ja? Sie sehen, ich brauche eigentlich gar nicht viel zu sagen. Ich bin ja eigentlich nur dabei, die Dinge aufzuzählen. Den Rest kombinieren Sie ja letztendlich selber. Und ich bitte Sie, das nie zu vergessen. Sie sind für jede Sekunde, die Sie leben, verantwortlich. Und wenn einer die Wahrheit sagt und Sie hören sie nicht, haben Sie ein Problem. Das ist ungefähr so, wie man es kennt. Ne? Es ist tausendmal gesagt worden, keiner hat es gehört. Aber hinterher ist das Zetern groß. Das sehen wir ja jetzt mit den ganzen Toxischen in unserem Trinkwasser. Das sehen wir mit den Frequenzen, die überall manipulieren und so weiter und so weiter. Wir müssen aufstehen und sagen, das geht nicht so weiter. Natürlich entstandene Vitalität in einem Quellwasser zum Beispiel und in einem Trinkwasser wirkt wie der Schlüssel zum Schluss. Ich habe es soeben schon mal gesagt, aber man darf es nicht, man muss es nochmal sagen. Schlüssel und Schloss. Sie wissen alle, wenn Sie den Schlüssel, den Sie dann in der Tasche haben, wenn der einen Zacken zu wenig hat, dann geht das Ding nicht rein in das Schloss. Und dann geht auch die Türe nicht auf. Ja? Goldener Schnitt. Alles in der Natur ist im goldenen Schnitt. Wenn Sie in der Wasserbelebung diesen goldenen Schnitt weglassen, oder einen dieser Faktoren, die da genannt worden sind, in der natürlichen Welt des Wassers, nicht berücksichtigt worden ist, zum Beispiel auch diesen Rhythmus, den vergessen sie fast alle, die Leute. Dann geht die Tür nicht auf, dann kriegen sie auch keine kraftvolle Energie in das Wasser. Und der Burnout ist mittlerweile gesagt, offiziell in den Zeitungen und auch im Fernsehen, ich habe es gehört, 30% der Deutschen haben schon einen Burnout. Und die Kinder in der Schule fangen jetzt auch schon an. Deswegen schreie ich hier so rum. Natürlich energetisiertes und informiertes Trinkwasser fördert den Stoffwechsel grundlegend. Ein gut funktionierender Stoffwechsel ist die Basis für eine gute Grundgesundheit. Dann können Sie auch mal einen Fehler machen. Aber dann merken Sie, oh, das hat mir aber gar nicht gut getan. Also dann kann man aus Fehlern wieder lernen. Aber wenn man es nicht mehr merkt, was los ist, was das mit mir macht, was ich zu mir nehme. Ja? Warum bin ich heute so komisch drauf? Was habe ich da komische Gedanken in meinem Kopf? Das ist doch gar nicht bei mir üblich. Wie kommt das alles? Aufpassen, sage ich nur.